Oktober 2006 porträtierte der Fotograf Christoph Gödan Großmütter im abgelegenen Nordwesten Tansanias, die ihre Kinder durch AIDS verloren haben und sich nun in ihrem täglichen Kampf ums Überleben auch um ihre Enkelkinder kümmern. 6 Jahre später haben wir bei 3 der Großmütter nachgefragt, die von unserem Projektpartner Quavasee unterstützt werden. Ich bin Quavasee sehr dankbar. Jeden Monat bekomme ich Geld. Damit kann ich meinen Enkelkindern und mir Essen kaufen. Ich bete, dass Gott Quavasee ebenso helfen möge, wie Quavasee mir hilft. Wie alt genau sie ist, weiß Euphrasia nicht. Während ihres langen Lebens brachte sie 11 Kinder zur Welt. Nur 4 Jungen haben überlebt. 5 Enkelkinder hat Euphrasia bei sich aufgenommen, deren Vater alkoholkrank und HIV-positiv ist. Wir fragen Euphrasia nach ihrer derzeit größten Sorge. Sie sei vor 4 Monaten während der Feldarbeit überfallen worden, berichtet Euphrasia. Der Mann hat mich ins Gesicht und am ganzen Körper geschlagen. Mich quälen bis heute starke Rückenschmerzen. Quavasee hat mich nach dem Überfall ins Krankenhaus gebracht. Trotzdem habe ich immer noch Schmerzen und Angst. Angst, aufs Feld zu gehen. Jetzt kümmern sich meine Enkel um mich. Ich lebe mit 2 Enkeln in meinem Haus. Ich kümmere mich aber auch noch um die Enkel meiner Tochter. Ihr Mann hat sich aus dem Staub gemacht, ging in die Berge und kam nie wieder zurück. Ich unterstütze also 2 Familien. Das ist nicht leicht, denn jedes Enkelkind hat seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Das einzige Geld, das Felista regelmäßig erhält, ist die Rente von Quavasee. Davon kauft sie für ihre Enkelkinder und sich Mais und Bohnen. Aber auch das reicht oft nicht für den ganzen Monat. Und es gibt noch mehr Probleme, die Felista den Schlaf rauben. Ein großes Problem ist hier die Gewalt gegen alte Menschen. Alten Menschen wird oft aufgelauert. Sie werden zusammengeschlagen. Alte Frauen werden vergewaltigt. Abends kann ich zur Tür heraus die Umgebung beobachten. Aber wenn ich mich zum Schlafen hinlege, dann kann ich oft nicht einschlafen, weil ich darüber nachdenken muss, wer sich wohl gerade da draußen herumtreibt. Wir haben gelernt, mit HIV/AIDS zu leben. Zum einen braucht es wohl einfach viel Zeit, bis man so eine Krankheit akzeptieren und sich ihr stellen kann. Heute wissen wir viel mehr über HIV/AIDS als damals, als meine Kinder an AIDS gestorben sind. Zum anderen haben wir inzwischen Medikamente, die diese Krankheit nicht mehr ganz so schrecklich aussehen lassen. Gleich neben der Hütte von Amina Shabani befinden sich 5 Gräber. Dort sind ihr Mann und 4 ihrer 10 Kinder begraben. Alle 4 sind an AIDS gestorben, auch die Mutter von Naura, Aminas Enkel, der seit seiner Geburt bei ihr lebt. In Zeiten von HIV/AIDS muss man bei der Partnerwahl aufpassen. Man muss dem Partner vertrauen können. Wer ständig seine Sexualpartner wechselt, geht ein großes Risiko ein. Und das versuche ich meinem Enkel zu vermitteln. Auch wenn er noch sehr jung ist, rede ich mit ihm viel über HIV/AIDS. Er kennt auch Leute, die an AIDS gestorben sind. Ich denke, Erziehung ist das wirksamste Mittel gegen HIV/AIDS. Was wünschen sich die Großmütter für die Zukunft? Ich möchte meine Enkel eines Tages verheiratet sehen. Das ist der beste Schutz gegen HIV/AIDS. Meine Enkel sollen eines Tages genug erwirtschaften, um selber für sich sorgen zu können. Ich wünsche mir, dass mein Enkel gesund bleibt.